Hallo, wir sind jetzt am Flughafen in Hannover, fliegen gleich nach Gran Canaria und das ist meine zweite Reise. Hallo und herzlich willkommen in meinem Bungalow. Diesmal habe ich mich entschieden dafür, statt Hotelzimmer. Erstmal kann man hier selber kochen, zweitens hat man vielleicht mehr Ruhe. Das hat sich gelohnt, glaube ich. Ich zeige euch jetzt Innenräume und ja, dann könnt ihr selber ein Bild sich machen. Ich beginne aber mit draußen. Abgesehen von diesem kleinen netten Garten gibt es hier auch noch eine Fitness-Ecke. Komm mal, schau mal uns Fitness-Ecke an. Aber es ist auch nett, dass es man hier sowas hat. Ne? Es ist zwar nicht luxuriös, aber es reicht, um sich in Form zu halten. Und das haben sie alles für sich dann. Natürlich Jugendwerk dabei. Das ist dann die Küche. Ich habe dann aus Deutschland natürlich, naja, was heißt natürlich, Wasserfilter mitgebracht, damit ja, Wasser aus der Leitung soll nicht so gesund sein. Deshalb filtere ich das extra. So, dann haben wir hier Wohnzimmer. Dann haben wir hier Badezimmer. Badezimmer. Wie in einem normalen Hotel, gutem Hotel. Dann haben wir ein Schlafzimmer. Und dann haben wir zweiten Schlafzimmer. So, und dann haben wir hier noch ein Arbeitszimmer, wo man auch schlafen kann. Also zum Beispiel hier. Naja. Und hier mache ich meine dann Hausaufgaben. So sieht's aus. Hier gibt es auch ein Whirlpool. Hallo zum zweiten Mal hier auf Gran Canaria. Es ist wunderschönes Wetter, es ist sehr warm und wie ihr seht, hier ist alles super. Dieses regelmäßiges Wandern in den Dünen ist ein Teil meines Gesundheitsprogramms und ja, das soll gut sein.
Hallo. Heute haben wir ein bisschen Brandung hier, aber trotzdem sehr schön. Ja. Es ist morgen, irgendwo am Mittwoch. Hier vergisst man die Zeit. Schöne Wellen. Wir sind jetzt oben über Maspalomas. Man kann da alles sehen, auch Ozean. Und es ist schön hier. Deshalb wollte ich euch mitnehmen hier. Ja, es ist super Wetter, ich glaube 27 Grad. Und ja, aber nicht so schwül, ne? Ganz, ganz angenehme Wärme. Ja. Live-Musik, Speisen. Wir sind in Faro 2, das ist beim in Maspalomas. So ist das hier in Faro, in Maspalomas, ganz spät abends. Da ist der Leuchtturm. Hallo, heute verabschiede ich mich von euch aus Maspalomas. Das war ein schöner Urlaub für mich. Ich habe das so aktiv wie möglich gemacht, damit das auch gesundheitsfördernd ist. Habe deswegen auch diesmal Bungalow gemietet, damit ich auch selber mich ja, bewusst ernähren kann. Weil sonst geht man ja in Restaurants und isst das, was einem serviert wird, oder weiß man nicht, was da in der Küche zubereitet wird. Aber hier wusste ich, was ich für mich koche. Ich habe auch Bioladen hier gefunden, ein super Bioladen, allerdings teurer als bei uns in Deutschland alles. Naja, okay, das war schön und bis auf heute war immer sonniges Wetter. Heute ist es, wie man sieht, anderes, aber es ist trotzdem schön. Ja. Ich wünsche euch dann gute Anreise, wenn ihr hierher mal reisen möchtet. Und genießt dann die Zeit hier in Maspalomas. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann schreibt gerne in den Kommentaren. Dann werde ich die dann natürlich auch, sollte es Fragen sein, werde ich sie auch beantworten. Ist klar. Sehr gerne. Alles Gute!